Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, gibt es heute eine neue Spiele-Review. Und zwar zu dem Spiel Suicide Squad Kill the Justice League, Freunde. Ich sag euch meine Meinung, wie mir das Spiel gefallen hat, wie viele Punkte das Spiel dann in meinem Fazit bekommt, wann es rausgekommen ist, für welche Plattform und so weiter und so fort. Um Suicide Squad Kill the Justice League soll es heute in dieser heutigen neuen Spiele-Review gehen. So, Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung. Aber bevor ich euch meine Meinung sage, wie mir Suicide Squad Kill the Justice League gefallen hat, erstmal, wann kam es überhaupt raus? Von wem wurde das ganze Spiel entwickelt? Ab wie vielen Jahren ist es freigegeben? Und so weiter und so fort. Also, Suicide Squad Kill the Justice League wurde von Rocksteady Studios entwickelt, die Batman Arkham Reihe gemacht haben. Also Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Das Spiel kam am 2. Februar 2024 raus. Für die PlayStation 5, für Xbox und für den PC. Das Ganze ist ein Action-Adventure, ist ab 16 Jahren freigegeben und das Spielprinzip ist, also wie gesagt, ist ein Action-Adventure in einer offenen Spielwelt in Metropolis. Man spielt Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark. Es gibt auch einen Mehrspieler-Modus bis zu 4 Spielern. Ja, zur Handlung. Suicide Squad Kill the Justice League spielt in dem bereits zuvor in der Batman Arkham-Serie geschaffenen Universum. Es spielt Monate nach den Ereignissen von Batman Arkham Knight. Amanda Waller gründet eine Taskforce namens Suicide Squad, die sich aus den Arkham Asylum Insassen Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark für eine verdeckte Mission in Metropolis zusammensetzt. Sie müssen die Justice League töten, die von Brainiac kontrolliert werden. Und zwar müssen wir Superman, The Flash, Green Lantern und Batman töten. Das ist unsere Mission, die Justice League zu töten. Gameplay ist echt ziemlich hastig, muss man sagen, weil man immer ständig in Bewegung sein muss, um die Gegner halt zu töten. Auch die Bossfights gegen Superman, The Flash, Green Lantern und Batman und halt Brainiac. Gameplay ist Gewöhnungssache, muss man sagen. Die Story ist halt nicht so gut, Freunde, nicht so gut. Mit Harley Quinn und Co. die Justice League halt zu töten, die von Brainiac kontrolliert werden. Die Truppe rund um Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark. Die vier sind gut, muss man sagen. King Shark sowieso ist mein Liebling in dem gesamten Spiel. Freunde, falls ihr Suicide Squad Kill the Justice League gezockt habt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Was sagt ihr zu Suicide Squad Kill the Justice League? Meine Meinung, es ist von der Story her wirklich nicht gut, muss man echt sagen. Gameplay ist auch wirklich nicht ganz so gut, aber die vier rundum, halt Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark sind wirklich gut, muss ich sagen, aber halt von der Story, Gameplay, wie gesagt, ist halt wirklich echt nicht gut. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit, wie viele Punkte Suicide Squad Kill the Justice League von mir bekommt. Und, Freunde, das Spiel bekommt die Hälfte von 10. Also 5 von 10 möglichen Punkten, Freunde. Ja, wie gesagt, Story ist nicht so gut. Gameplay ist auch wirklich nicht so gut. Ist Gewöhnungssache. Die Truppe, King Shark, mein Liebling, Harley Quinn, sie hat mir irgendwie in den anderen Spielen, wo sie vorkommt, besonders die Arkham-Reihe, irgendwie besser gefallen, muss ich echt sagen. Captain Boomerang ist auch cool, finde ich. Deadshot, ja, ist auch kein schlechter Charakter, aber so mein Liebling ist wirklich King Shark. King Shark, echt nicer Charakter, von der Spielwelt her. Metropolis ist cool, aber nichts geht über Gotham City, Freunde. Nichts geht über Gotham City. Die Bossfights gegen die Justice League, muss ich ganz ehrlich sagen, um jetzt mal zu spoilern, der Batman-Bossfight ist das Beste im gesamten Spiel. The Flash ist der erste Bossfight, gegen den wir machen. Und The Flash ist halt schnell. Und man muss ständig in Bewegung bleiben bei dem Bossfight, um ihn dann zu töten. Green Lantern ist der zweite Bossfight im Spiel. Und Green Lantern, muss ich sagen, war okay. Ein Ticken besser als der Bossfight gegen Flash. Dann der dritte Bossfight ist gegen Batman. Und Batman ist an sich ganz cool gewesen, muss ich sagen. Man hat auch ein Batman-Erlebnis, Freunde. So kann man schon sagen, so noch am Anfang des Spiels. Und dadurch läuft man die Arkham-Reihe, Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Und das ist schon wirklich ganz cool gewesen. Auch der Bossfight, wie gesagt, ganz cool. Der Bossfight gegen Superman ist auch ganz okay gewesen. Und dann der Endbossfight gegen Brainiac war auch ganz okay. Aber für mich wirklich, meiner Meinung nach, der beste Bossfight war gegen Batman. Freunde, 5 von 10 möglichen Punkten bekommt Suicide Squad Kill the Justice League von mir. Es ist kein
Totalausfall wie Marvel's Avengers oder Gotham Knights. Meiner Meinung nach. Es ist auch kein perfektes Spiel. Es ist an sich ganz okay. Meiner Meinung nach. 5 von 10 möglichen Punkten bekommt Suicide Squad Kill the Justice League von mir, Freunde. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-Review zu dem Spiel Suicide Squad Kill the Justice League. Wenn euch die neue Spiele-Review gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu meiner letzten Spiele-Review. Das war zum ersten Teil, wo im April der zweite Teil rauskommt. Und zwar zu Hellblade Senua's Sacrifice aus dem Jahr 2017. Falls ihr wissen wollt, wie meine Meinung zu dem Spiel ist, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst, wenn ich eins hochlade. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zocker bei, Game Over. Ciao.